Ich bin 87 geboren. Ich kann mich jetzt, also ich kann mich politisch schon noch daran erinnern, bevor Polen in der Europäischen Union war, aber das war eben in der Zeit, also ich war 17, als Polen EU-Mitglied geworden ist. Ich kann mich kaum daran erinnern, nach Polen zu fahren und einen Ausweis vorzeigen zu müssen. Mein Name ist Terry Reinke, ich bin grüne Europaabgeordnete. 1991 war ich 4 Jahre alt. Und so alt war ich auch ungefähr, als ich das erste Mal hinter den ehemaligen eisernen Vorhang blicken konnte. Thousands of people marching in the streets of Wroclaw today. And I think the message will be clear. We are not an ideology, we are human beings. And we fight for equality, for freedom and for our rights. Look at me. Look at Mark, look at Marlin, look at Maria. We are not an ideology. We are human beings. We are made out of flesh and blood. We want to have exactly the same fundamental human rights like everyone else. And I know that deep inside of you, you actually know that. So stop using us and the LGBTI community in Poland for your disgusting political agenda. Thank you. Ich hatte immer den Eindruck, dass die Europäische Kommission zum Beispiel sehr, sehr viel zurückhaltender war, als es hätte sein sollen, wenn es zum Beispiel um die Durchsetzung von EU-Recht geht, also dass eben sehr, sehr lange gewartet worden ist, bis man dann wirklich mal Klartext redet. Ich meine, die Europäische Union ist eben nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern auch eine Wertegemeinschaft. Das steht so klar in den Verträgen drin. Und da kann man auch nicht sagen, ja okay, Polen ist jetzt ein neues Mitgliedsland, den geben wir mal ein bisschen Rabatt, was Menschenrechte angeht. Wir können nur eine Gemeinschaft sein, wir können diese Einheit nur leben, wenn wir eben gleichzeitig auch sagen, die gemeinsamen Regeln müssen für alle gelten. In meiner Kindheit waren Polnisch und Türkisch schon so die Sprachen, die am meisten gesprochen worden sind, weil natürlich bei mir in der Schule auch viele Kinder waren, die zu Hause Polnisch gesprochen haben. Oder auch Türkisch. Als ich glaube so 16 war, bin ich das erste Mal nach Polen gefahren beim Schüleraustausch. Das ist eben ein Zeichen von Akzeptanz, von Vielfalt, von einer Unterschiedlichkeit von Menschen ist, die einfach in der Gesellschaft da ist und die eben trotzdem in der Demokratie nicht mit einer unterschiedlichen Behandlung von diesen Menschen dann einhergehen darf, sondern eben beantwortet werden muss, trotzdem mit gleichen Rechten. Und das ist für mich der Regenbogen. Es ist Jahrzehnte, Jahrhunderte lang immer wieder behauptet worden, ja, LGBTI-Menschen gäbe es nicht. Ja, das wird in einigen Gesellschaften ja bis heute getan. Sie sind unsichtbar gemacht worden und gerade auch deshalb war es meiner Freundin und mir so wichtig zu sagen, wir wollen aber gerne sichtbar sein.